kleiner Zeitsprung. Ja, jetzt sind wir in einer ganz anderen Welt. Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, man kann es schon erkennen an dem Zeichen. Ja, dem wir sind nämlich bei Fisherman's Wharf in San Francisco. Und wir sind mit Uber hergefahren. Das allererste Mal. Ja, super cool. Für $6 sind wir jetzt runtergefahren. Unfassbar günstig. Naja. Ja, gucken wir uns mal um. Würde ich auch sagen. Das ist Wahnsinn, oder? Man geht ein paar Meter und schon sieht man Alcatraz. Boah, ich finde San Francisco jetzt schon voll cool. Alcatraz sieht voll nah aus von hier. In der Ferne kann man es schon hören und es ist auch so ein leichter Duft in der Luft. Ich hoffe, man hört es auf der Kamera. Ich glaube, jetzt auf jeden Fall. Ja. Boah, das riecht echt übel, ehrlich gesagt. Wir sind bei den Seelöwen. Komm, wir schauen mal weiter vor. Na, was meinst du? Boah. Man ist ja echt super nah dran, aber es... Boah, das müffelt echt. Ordentlich. Wir gehen weiter. Bisher zwei Lieblingsstellen. So, und die Nora hat auch eine neue San Francisco Jacke bekommen. Weil wir haben das nämlich ein bisschen unterschätzt, wie viel kälter es hier ist im Vergleich zu Los Angeles und Las Vegas und so. Also allerdings windiger vor allem. Windig, ja, und nebelig. Weil man sieht jetzt da hinten die Golden Gate Bridge, die ist so im Nebel. Aber ich würde sagen, es ist im Vergleich zu Los Angeles locker mal 15 Grad kälter. Wahnsinn, der Nebel, oder? Wie der da so über die Berge drüber schleicht. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Und es ist wieder super schönes Wetter. Wir haben jetzt oben gar nicht gefilmt, weil es war so ultra kalt und windig und ein irrer Verkehr. Die Rennradfahrer fahren einen förmlich über den Haufen. Genau. Jetzt sind wir auf der anderen Seite bei Sausalitos und hier ist wieder super schön, gell? Ich glaube, es heißt einfach nur Sausalito. Jetzt sind wir auf der anderen Seite bei Sausalito und da ist wieder super schön. 1A-Wetter, da kommt wieder ein Helikopter, der vielleicht unten durchfliegt, oder? Ja, wir haben schon einen Hubschrauber, die sind jetzt unter der Brücke und jetzt, boah, da jetzt geht er runter. Boah. Das ist cool.
kann man sich schon ganz schön gut gehen lassen. Sind wir jetzt? Kann man es erkennen? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube, man kann es schon erkennen. In der Lombard Street. Ja, wir sind inzwischen auch schon runtergefahren. Wir kamen gerade 10 Minuten vor 11. Ab 11 darf man nämlich da nicht mehr... Ja, ich glaube, runterfahren darf man schon, aber man darf irgendwie nicht rechts abbiegen oder so. Weiß nicht genau. Aber es ist echt total verrückt. Ja, und unglaubliche Menschenaufläufe. Ja, also ich glaube, es ist ganz cool, wenn man es mal gesehen hat, aber... Ja. Ansonsten, das reicht dann schon. Weil so die super Fotomotive hat man jetzt zum Beispiel hier dann auch nicht. Ja, zumindest tagsüber mit den ganzen Leuten und so. Ja. Ist halt schwierig. Naja, wir haben es jetzt mal gesehen, Wir sind runtergefahren und machen wir jetzt wieder einen Abflug. Genau, wir gehen jetzt zum Auto zurück, weil es wollen wir nicht lange allein lassen, weil es anscheinend hier ziemlich viele Diebstähle gibt und Einbrüche in Autos. Ja.